So, gepflegt weiter geht's bei Gothic 1. So, wir sind ja gerade heldenhaft gestorben auf dem Bergpass, wo wir jetzt nicht mehr lang gehen werden. Wir gehen jetzt einfach den normalen Weg zum neuen Lager. Die Warane, sollen wir die vorher nochmal abholen oder sollen wir die ja jetzt in Ruhe lassen? Das ist die Frage. Ach komm, wir nehmen die nochmal mit. Das sind Erfahrungspunkte und nochmal ein paar Krallen, die wir verkaufen können. Ich glaube, die Zeit haben wir noch dafür. Mann, 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 ey. Krasses Viech gerade. Ich weiß nicht, ob wir denen einfach keinen Schaden gemacht haben, weil das Viech zurückgesprungen ist oder dass wir noch zu schlecht dafür sind, also die Waffe noch nicht genug Schaden macht oder wir zu wenig Stärke haben. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Warane gehen jetzt locker von der Hand. Ein Schlag, wenn wir die richtig treffen. So. Sehr schön. Dann können wir die Krallen jetzt mitnehmen. Hier ist noch eins, aber das Viech buggt, glaube ich, irgendwo, oder? Vielleicht unter dem Berg hier? Ich weiß es nicht. Naja, soll uns egal sein. Wir sprinten jetzt weiter in Richtung neues Lager und sprechen mit den Wassermagiern und berichten, Iberion ist tot. Ich hoffe, wir werden dann durchgelassen zu dem obersten Wassermagier. Weil wir haben ja erfahren, als wir mal mit einem Söldner geredet haben, ja, da kommt nicht jeder hin. Ich hoffe mal, das reicht dann als Botschaft, wenn wir sagen, unser Meister Iberion ist tot. Er hat sich vertan mit dem Schläfer, dass der Schläfer wohl doch ein übles Wesen sei. Und wir aufhören sollten, zu ihm zu beten und ihn zu erwecken. Ja, mal schauen, ne? So, ein neues Kapitel war jetzt noch nicht, deswegen gibt es, glaube ich, noch keine neuen Waffen, aber wir können auch mal im neuen Lager gucken, was der. Ich glaube, der hieß Sharky. Können wir mal gucken, was Sharky noch im Angebot hat an Waffen? Da bin ich mal gespannt. Oh nein, und da ist mein Wasser alle. Verdammt. Ach, ist der Trank schon wieder vorbei? Komm, wir nehmen nochmal einen für 2 Minuten. Können wir ein bisschen länger sprinten. Und auf jeden Fall war dieses Viech auf dem Bergpass richtig, richtig schnell. Das hat uns richtig schnell eingeholt. Ich hoffe, wir können das dann irgendwann mal platt machen, dass es dann hier reicht, wenn wir einfach nur eine neue Waffe brauchen. Ich frage mich, ob wir jetzt auch die Snapper schon jagen können. Also die zweibeinigen Echsen da. Müssen wir mal schauen. Also ich glaube, hier war soweit auch nichts mehr, ne? Hier war jetzt Aiden. Okay, hier ist auch nichts mehr. Wir müssen echt mal gucken, dass wir wieder ein paar Viecher rankommen für Erfahrungspunkte. Dass wir dann echt mal in den Wald gehen auf dem Weg zu unserem Flager. Dass wir das mal machen. Aber wir können ja hier mal den Bergpass hochgehen. Und schauen, wo wir da hinkommen, ob wir da ein bisschen auch noch abfarmen können. Ja, das ist die Frage. Auf jeden Fall können wir ja gut durchsprinten. Hallo? Ich bringe Botschaft. Ah, wir könnten jetzt auch noch mal mit blblbl. Ist das hier noch oder ist das nicht mehr? Was hat doch Wasserträger für Lefty und wir können auch mal mit Shrike reden, wegen der Hütte, wenn wir dann hier zu Besuch sind, dass wir da pennen können. Und wir können den Lurker wohl jetzt töten. Das können wir jetzt auch mal alles machen, wenn wir schon mal hier sind. So, wir reden noch mal mit Lefty. Du kannst dein Wasser ab jetzt selbst bringen. Ach. Hast du was Besseres vor? Ja, Ich Junge. glaube, ich muss dich noch einmal daran erinnern, wer hier der Boss ist. Okay, probier's. Kein Problem. Es gibt kein Problem.
Kümmerliche Vorstellung. Ein kleiner Windstoß und der wäre auch umgefallen. So, Lesti, weil du so böse zu uns warst, nehmen wir dir alles weg, was du hast. Sagen tschüss. Oder wir warten ihm, bis er aufsteht und dann ne, sagen wir ihm, es läuft jetzt anders. Und wir haben einen besseren Bogen bekommen. Brauchen wir aber 20. Okay, Langbogen hatte der dabei. Dabei. Na komm, steh auf. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf, aber jetzt ist gut. Auf einmal? Na, mein Freund. Mann, was willst du? Ich hatte einen schlechten Tag und suche einen Ausgleich. Halt mal still. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum. Mach dir keine Sorgen. Och, sehr nett von dir, Lefty. Da steht Gorn. Ha, du bist es. Mein Freund Lester aus dem Sumpflager hat mir erzählt, was du dort alles vollbracht hast. Für jemanden, der noch nicht so lange hier ist, hast du es schon weit gebracht. Voll krass, ne? Es hat oft nicht viel gefehlt und ich wäre als Futter für die Würmer geendet. Ich habe eine wichtige Botschaft für die Wassermagier. Dann sprich am besten gleich mit Saturas. Er ist der oberste Wassermagier und studiert den ganzen Tag irgendwelche Schriften. Aber egal, wie wichtig die Botschaft auch ist, die Wachen zur oberen Ebene werden dich nicht zu ihm durchlassen. Kannst du nicht ein gutes Wort für mich einlegen? Ich nicht. Aber Kronos, der Hüter des Erzes, kann dir vielleicht eine Erlaubnis erteilen. Okay. Wo finde ich diesen Hüter des Erzes? Wenn du von hier weitergehst, stößt du nach dem Damm auf die große Wohnhöhle. Kronos hält sich normalerweise am Gitter über dem großen Erzhaufen auf. Aber er ist ein wenig arrogant. Du wirst ihn überzeugen müssen, dass deine Botschaft wichtig ist. Ja, okay, danke schön. Bis später. Jo, bis später. So, wir reden jetzt mit Kronos oder holen wir erst kurz den Lurker noch? Der muss ja, der soll ja hier am Rand irgendwo leben, beim Fluss. Hier hinten vielleicht, am anderen Ende des Flusses. Vielleicht ist er hier irgendwo. Wir gucken mal. Da sind die Bauern, die dürften jetzt lange Zeit nicht mehr durstig sein, weil Lefty geht ja jetzt schön Wasser bringen. Es ist gut so. So, schauen wir mal, hier ist keiner, ne? Hier ist irgendwie kein Lurker. Oder? Ach doch, doch, da ist er. Da ist er sogar Dammlurker. Krasses Vieh. Ach Mann, jetzt ist er schon wieder so zäh. Na, besondere Klaue vom Dammlurker bekommen. Okay. So, schauen wir mal. So, jetzt gehen wir das kurz bei diesem Homer ab. Die Quest von dem Dammlurker, der müsste eigentlich noch am Damm stehen. Ich glaube, da steht er Tag und Nacht. Und danach gehen wir zu Kronos und sagen ihm, Iberion ist tot, Schläfer ist böse, Hilfe. So. Und wir können uns ja auch jetzt ganz locker zum Sumpflager teleportieren. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Okay, mach das. So, ich hoffe, Kronos steht jetzt noch beim Erzhaufen. Ich glaube, er ist auch da die ganze Nacht, ne? Und raucht halt seine Joints und trinkt seinen Reisschnaps. Da ist er. Ja, seht ihr, der zieht doch schon einen durch, ey. Und säuft auch noch. Weinen sogar. Hallöchen. Ich habe wichtige Nachrichten für Saturas. Was könnte schon so wichtig sein, dass unser spiritueller Anführer seine wertvollen Studien dafür unterbrechen sollte? Korkalom hat mit ein paar fanatischen Templern die Bruderschaft verlassen. Er will unbedingt den Schläfer auf eigene Faust finden und ihn erwecken. Ich habe ihm noch nie getraut. Zweiter Guru hin oder her, er ist verblendet, hinterhältig und zu allem fähig.
Sicher ist die Bruderschaft ohne ihn besser dran. Was? Ich werde Satoras bei Gelegenheit davon berichten. Nein. Geh nun. Wir müssen selber. Hallo. Dann sagen wir halt, Die Gurus haben erkannt, dass sie einen üblen Erzdämonen anbeten. Sie halten ihren Schläfer jetzt plötzlich für einen Dämonen. Hört sich nach einer weiteren Verworrenheit der Bruderschaft Nein. an, aber sollten sie recht haben, könnten wir alle hier in der Kolonie in großer Gefahr sein. Das musst du sofort Satoras berichten. Er muss entscheiden, was zu tun ist. Wo finde ich Satoras? Begib dich zur obersten Ebene. Sage den Wachen dort, du hast meine Erlaubnis zum Passieren. Okay. Parole lautet Tetrian doch. Satoras findest du beim großen Pentagramm. Er gibt sich dort fast den ganzen Tag seinen Studien über die Sprengung des großen Erzhaufens hin. Okay. Er trinkt jetzt mal seinen Wein und wir gehen jetzt zu Satoras und die... Okay. So, ab hoch da. Und das war jetzt hier rechts lang. Und dann nach oben, ne? Ja, müsste so sein. So, schauen wir mal. Ja, genau. Hier eine Hütte vorbei. Hier hoch jetzt. Ah. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren. Tetrian. Doch, nein, das war das. Tetrian. Die Parole lautet Tetrian doch. Das stimmt. Du kannst passieren. Okay, jetzt kommen wir hier rein. Und Satoras war irgendwo unten beim Pentagramm. Okay, hier ist das Pentagramm. Da ist er ja auch. Satoras. Ich habe wichtige Neuigkeiten aus dem Lager der Bruderschaft. Wenn dir Kronos die Erlaubnis gab, mich aufzusuchen, müssen es in der Tat wichtige Nachrichten sein. Iberion ist tot. Er starb bei einer großen rituellen Anrufung des Schläfers. Iberion tot? Das sind schlechte Nachrichten, sehr schlechte Nachrichten. Wer hat die Führung der Bruderschaft übernommen? Dieser machtgierige, verschlagene Chor Kalom? Nein. Kalom hat der Bruderschaft den Rücken gekehrt. Er hat einige Templer mitgenommen. Niemand weiß, wohin sie aufgebrochen sind. Warum das? Er war doch der zweite Mann nach Iberion. Gewisse Ereignisse haben die Gurus davon überzeugt, dass der Weg ihres Gottes der falsche ist. Er scheint ein Erzdämon zu sein, der nur Böses im Schilde führt. Einer der Gurus hat mich unter dem Einfluss des Schläfers fast umgebracht, obwohl ich eben diesem Mann kurz zuvor das Leben gerettet hatte. Kor Kalom war der einzige Guru, der die wahre Natur der Höllenkreatur nicht sehen wollte und hat daher das Lager im Sumpf verlassen. Ich verstehe. Nun, das ist Glück im Unglück, denn Kor Anga ist ein guter Mann. Hart, aber ehrlich. Wenn jemand den Zerfall der Bruderschaft nach dieser spirituellen Katastrophe verhindern kann, ist er es. So, dann haben wir den Almanach, unseren Fokus für dich. Ich habe diesen Almanach hier. Iberion hatte ihn benutzt, um den Fokus aufzuladen. Sehr gut. Wir benötigen das Wissen aus diesem Buch, um alle fünf der ursprünglichen Fokussteine aufzuladen. Ich werde den Almanach an mich nehmen. Ist euch aufgefallen, er blinzelt gar nicht. Er hat die ganze Zeit die offenen Augen und wir blinzeln. Unheimlich. Ich habe diesen Fokus hier. Du hältst einen der Schlüssel für die Zerstörung unserer aller Fesseln in Händen. Es handelt sich um einen der fünf Fokussteine, mit deren Hilfe die magische Barriere erschaffen wurde. Und mit der fokussierenden Kraft genau dieser Steine werden wir die Mauern aus Energie auch wieder niederreißen. Aber kostet das nicht unglaublich viel magische Energie? Richtig. Doch wir haben über all die Jahre unermüdlich Erz gesammelt, anstatt es mit unseren Kerkermeistern gegen Annehmlichkeiten zu tauschen. Wie du sicher schon weißt, enthält jeder Erzbrocken etwas magische Energie. Mit Hilfe dieser Energie, die in unserem großen Erzhaufen schlummert, können wir die magische Barriere in Fetzen sprengen. Das hört sich gefährlich an. Die Explosion wird rein magischer Natur sein und wird ausschließlich alles magisch Veränderte innerhalb der Barriere zerstören. Für uns Menschen besteht keine Gefahr. Hier, nimm den Fokus. Hoffentlich hilft er dem Plan mit dem Erzhaufen auch wirklich. So.
Was machst du jetzt mit Fokus und Almanach? Nichts. Wir benötigen vorher die 4 restlichen Fokussteine. Dummerweise befindet sich kein einziger dieser 4 magischen Steine in unserem Besitz. Yippie. Ich bin bereit, diese 4 Foki für euch zu suchen. Schließlich will ich auch hier irgendwann wieder raus. Ich muss dich warnen, die Suche wird gleichermaßen schwierig und gefährlich. Da die Spannungen mit dem alten Lager immer stärker werden, kann ich hier auch keinen der Söldner entbehren. Du wärst ganz auf dich alleine gestellt. Naja, das ist nun wirklich nichts Neues. Ich werde diese Dinger schon irgendwo auftreiben. Deine Zuversicht ehrt dich, aber du wirst einige Gegenstände benötigen. Nimm diese Karte hier. Sie ist alt, aber auf ihr sind die ursprünglichen Standorte der Fokussteine während der Erschaffung der Barriere verzeichnet. Darüber hinaus sollte diese Spruchrolle dir eine schnellere Reise zurück in unser Lager ermöglichen. Zu guter Letzt sprich mit Riordian. Er braut die Tränke für das Lager. Du findest ihn in seiner Hütte, hier auf der obersten Ebene. Okay, Namen merken, Riordian. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Natürlich, wir sind der Held. So, um uns Tränke abzuholen, oder was? Schauen wir mal, in welcher Hütte er ist. Ist er hier? Oh, gleich gefunden. Sehr geil. Hallo, alter Mann. Guck mal, er ist auch schon wieder am Rauchen. Alle am Kiffen hier. Was ist denn los? Wir sagen erstmal... Ich grüße dich, Magier. Ich bin Riordian, der Alchemist. Du willst bestimmt einen Trank. Na klar. Saturas schickt mich. Ah, komm näher. Ich bin bereits informiert. Hier, nimm diese Tränke. Da ist von jedem was dabei. Nun geh und bring uns die Fokussteine. Diese Artefakte sind unsere einzige Hoffnung. Okay. Dann wollen wir mal. So, sind wir jetzt, ist eigentlich jetzt schon, ja, ne, die Suche, ist doch jetzt ein neues Kapitel, oder nicht? Müsste doch jetzt schon das neue Kapitel sein. Kapitel 4. Suche nach den Fokussteinen, so wie ich das in Erinnerung habe. Wir gucken mal kurz auf die Fokuskarte. Oh. Okay, wir sind jetzt da. Da können wir auch gleich da, das ist dieser Weg, der nach oben führt, ins Gebirge. Den können wir dann gleich nehmen. Und dann geht's auch schon los, würde ich sagen. Die Fokis zu suchen. Wir reden, ich will noch mal kurz gucken, ob irgendwas zu sagen hat. Nö. Mögest du. Okay, mögen wir in einem Stück zurückkehren. Versuchen wir das mal. So, und jetzt können wir auch noch mal kurz mit Sharky reden und gucken, ob der hier was Neues zu verkaufen hat. Das habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt, ob wir schon diese Kapitelüberschrift hatten. Ich glaube noch nicht. Naja, ist auch egal. Wir reden mal kurz mit Sharky. Der saß ja irgendwo auf der Seite etwas oberhalb, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, stimmt, mit Shrike wollten wir auch nochmal reden. Ich kletter mal kurz hier die Wand hoch. Saß der vielleicht hier? Ist er hier? Nee, das ist Buster. Der hat uns ja die Akrobatik beigebracht. Wo ist denn jetzt unser netter Sharky? Nee, hier auch nicht. Wo kann er denn nur sein? Ist er was? Oder ist er hier auf der Ebene? Saß der hier vielleicht auf der Bank oder auf einer dieser Bänke hier? Okay, nein, anscheinend nicht. Ist er vielleicht hier? Ne, das ist er auch nicht. Aha, hier gammelt Homer mit ab. Naja, dann kümmern wir uns eben mal kurz um die Hütte. Dann gucken wir mal, was Shrike zu sagen hat. Hey, du! Verschwinde, sonst rufe ich die Wachen! Okay, er macht das auch nicht. So, können wir mit ihm
Okay, er geht pennen. Naja, okay. Dann machen wir damit weiter in der nächsten Folge von Gothic 1. Bis dahin. Tschüssi.